Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich spreche heute mit Markus Brunnermeier, Edward Senton Professor of Economics an der Universität Princeton und dort auch Direktor des Bentheim Center of Finance. Markus Brunnermeier ist heute bei uns in der ÖMB zu Besuch anlässlich der deutschen Übersetzung seines Buches The Euro and the Battle of Ideas, gemeinsam geschrieben mit Harold James und Jean-Pierre Landau. Vielen Dank fürs Kommen, Herr Professor Brunnermeier. Danke. Die deutsche Übersetzung des Buchs hat einen sehr dramatischen Titel, Euro, Krieg der Wirtschaftskulturen. Was hat Sie als Autorenteam bewogen, die Euro-Krise unter der Perspektive von verschiedenen wirtschaftspolitischen Vorstellungen zu diskutieren und nicht, wie man es vielleicht üblicherweise tun würde, aus Sicht von verschiedenen Interessen, Gläubiger gegen Schuldner und so weiter, wie es üblicherweise diskutiert wird? Ich glaube, das sind mehrere Gesichtspunkte, die dazu geführt haben. Zum einen wird an sich den Interessen, die werden immer durch die Linse von der Wirtschaftsphilosophie gesehen. Man kann die gleichen Interessen haben oder von gleichen Standpunkten anfangen, aber dann, wenn man sich durch die Linse der Philosophie sieht, kann man zu einer anderen Schlussfolgerung und will dann in andere Richtungen ziehen. Zum Zweiten hatten wir selber die Diskussion als Autoren, wie wir da vorgehen sollten und wie wir gewisse Sachen interpretieren. Und wir haben festgestellt, dass wir sehr unterschiedlich denken und deswegen haben wir auch dann das Buch geschrieben. Und der dritte Gesichtspunkt war, dass an sich uns schon aufgefallen ist, dass auch viele Policymakers an sich ähnliche Probleme haben, dass sie durch unterschiedliche Linsen sich das anschauen und sehr zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen, obwohl sie an sich die gleichen Interessen haben sollten. Darf ich Sie fragen, das Buch, das Sie geschrieben haben, ist ja sehr auf Dialog ausgerichtet, die Hintergründe zu erklären, warum kommen die Leute zu den verschiedenen Gesichtspunkten, während die mediale Diskussion ist oft sehr polarisiert. Wenn wir zum Beispiel das Thema nehmen, Austerität, soll der Staat sparen in einer Krise oder nicht, da gibt es auch diese zwei Lager, die immer gegenübergestellt werden und in Ihrem Buch erklären Sie die Hintergründe stark. Jetzt würde es mich nur interessieren, wenn man die Debatte hier in Österreich und Deutschland verfolgt, hat man das Gefühl, dass die akademische Profession, die Professoren, diese Rolle der Vermittlung, des Erklärens eigentlich nicht in dieser Weise wahrnehmen, wie ihr das in dem Buch macht, sondern eher eines der Lager beziehen und die Zuspitzung noch anheizen. Woran liegt das? Warum können die nicht klären, wie es wirklich ist? Ja, ich glaube, das hängt auch davon ab, wenn man in einem Land sitzt, dann hat man auch eher die Ansicht von diesem Land und vertritt dann auch in den Medien dementsprechend die Position dieses Landes. Was uns vielleicht geholfen hat, dass man auch Harold und ich, wir sind beide in Princeton, dass man das auch von außen ein bisschen sieht und dann beide Seiten auch besser sieht. Und das war eigentlich auch unser Ziel des Buches, dass man sich gegenseitig besser versteht, dass man eine Gegenseite darlegt und auf beiden Seiten und dadurch eine bessere Verständigung findet und dann durch die reichhaltige Diskussion an sich die Lösung findet zu diesem Problem. Und häufig ist eben auch so, dass man aneinander vorbeiredet, dass eine Debatte nicht stattfindet, die wirklich grundlegend ist, sondern aneinander vorbeiredet. Und wir wollten an sich als ersten Schritt mal diese Unterschiede darlegen und dann als zweiten Schritt ein bisschen dazu helfen, dass man eine reichhaltige Debatte führt, die dann zu Lösungen führt. Lassen Sie mich vielleicht zum Abschluss fragen, aus diesen Überlegungen heraus, was müsste jetzt geschehen oder was könnte man tun, um auf der europäischen Ebene in den Debatten um die aktuelle und zukünftige Wirtschaftspolitik zu erleichtern, dass man dieses gemeinsame Territorium erreicht, dass man Verständnis für die verschiedenen Sichtweisen bekommt. Was müsste da geschehen aus Ihrer Sicht? Also zum einen, glaube ich, gibt es bestimmte Möglichkeiten, auch die europäische Finanzarchitektur zu gestalten, die konsistent ist mit beiden Philosophien. Also eine Sache, die wir vorschlagen, sind diese SBs oder die jetzt Sovereign Bond-Backed Securities heißen, die an sich konsistent sind mit der deutschen Philosophie und auch mit der französischen Philosophie. Und von daher gibt es wahrscheinlich viele Elemente, wenn sich die Ökonomen zusammenfinden und miteinander debattieren, die dann Wege finden, die an sich sehr konsistent sind mit beiden Philosophien. Und das Zweite, glaube ich, was wichtig ist, dass man an sich nicht aneinander vorbeiredet und dass man sagt, aha, da ist an sich, die andere Seite will uns an sich nicht über den Tisch ziehen, sondern die wollen, verstehen eigentlich anders, die sehen das anders und dann ist es oftmals bereichernd, dass man sagt, aha, da ist an sich ein guter Punkt in dem Sachhalm,
Sachpunkt. Und wenn ich jetzt zurückkomme auf diese keynesianische Stimulus-Debatte versus Austerity-Debatte, dann ist eben die Sache in einer Krise, vielleicht will ich ein bisschen stimulieren, aber das dann auch mit Reformen verbinden. Also wenn Reformen durchgeführt werden, dann kommt es zu einem gewissen Stimulus und dann ist eben die Möglichkeit, da einen Kompromiss zu finden. Herr Professor Brunnenmeier, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich freue mich schon auf die Buchpräsentation später heute Nachmittag. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung.